Im DLC von Dishonored 1, The Knife of Dunwall. Ein mittelmäßiger herausfordernder Schwierigkeitsstufe. Yep. Elite. Eine extrem schwierige Stufe. Meister Assassin. Das wäre was für Jeppo. Noise. Eine eher leichte Schwierigkeitsstufe für unerfahrene Spieler. Die Gegner bewirken weniger Schaden, deine Gesundheit regeneriert sich schneller und Tränke haben größere Wirkung. Nein, wir machen schon wieder ran. Keine wie sie. Du kannst nicht vergessen, was du getan hast. Der Tod der Kaiserin und die Übergabe ihrer Tochter Emily an der Lordregenten bereitet dir schlaflose Nächte. Ein Auftrag mehr hätte mir nichts ausmachen sollen. Ich habe schon viele Adlige umgebracht. Auf dem blauen Blut, das ich vergossen habe, könnte ein Walfänger schwimmen. Ein neuer Adliger ersetzt den alten. Sie sind alle gleich korrupt. Warum sollte eine Kaiserin anders sein? Aber sie war's. Ich sah das Gesicht ihres Leibwächters, als sie ihn wegbrachten. Seine Augen waren wie tot. Ich wusste, ich würde dafür bezahlen. Und vielleicht hatte ich es auch verdient. Ein Sturm zog auf, der alles einreißen würde, was ich aufgebaut hatte. Nein! Weg von hier! Corvo! Ein Besuch des Outsiders. Nutze Teleportieren um die Insel. Bla 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 bla. Was? Ja, ja, ist ja gut. Wir wissen, wie es geht. Vorbei. Aber wie kommt das Ding hier rein? Daud, mein alter Freund. Ah, wir spielen Daud. Ist eine Weile her, aber jetzt hast du mein Interesse geweckt. Wie die Jahre verfliegen und die Toten sich mehren. Hast du gewusst, dass es nur 8 von euch gibt, die mein Zeichen tragen? Ich bin hier, weil du recht hattest. Die Kaiserin war anders. Diesmal kannst du nicht in die Schatten flüchten. Du wirst die Konsequenzen spüren. Deine Geschichte steht kurz vor dem Ende und nicht mal du kannst ihm entgehen. Aber welches Ende wirst du wählen? Ich bin hier, um dir ein letztes Geschenk zu machen, Daud. Ein Geheimnis. Es beginnt mit einem Namen. Delilah. Bundry Rotwild ist ein gewissenloser Geschäftsmann, der ein Schlachthaus und eine Flotte von Walfängern besitzt, darunter ein Schiff namens Delilah. Infiltriere das Schlachthaus und finde heraus, was es mit diesem Namen auf sich hat. 6 Monate lang hat sich die Stadt verändert. 6 Monate lang wollte ich vergessen, was ich der Kaiserin und dem Mädchen antat. Aber ich konnte nicht vergessen. Ich musste wissen, wie es weiterging. Aber hatte nur einen Namen. Delilah. Wer war sie? Eine Bedrohung? Eine Verbündete? Dann erreichte mich eine Nachricht von Billy Lurk, meiner Stellvertreterin und Gehilfin. Sie besaß ein Talent dafür, Geheimnisse aufzudecken. Es gab ein Schiff namens Delilah, das Wale jagte, für Bundry Rothwild, einem ehemaligen Walfänger, der es drauf hatte.
Inzwischen gehörte ihm ein ganzes Schlachthaus und er hielt seine Arbeiter wie Gefangene. Ein Schiff namens Delilah. Vielleicht ein Zufall. War es aber nicht. In Dunwall hängt immer alles irgendwie zusammen. Als Daud kannst du dein Netzwerk von Spionen und korrupten Händlern einsetzen, um vor jeder Mission Ausrüstungsgegenstände und Verbesserungen zu erwerben. Du kannst außerdem spezielle Gefallen kaufen. Diese Gefallen wirken sich in der Mission unterschiedlich aus. Sie offenbaren Ausrüstungsverstecke oder geheime Informationen. 2000 haben wir. Gefallen. Tresorkombinationen, gestohlene Runen, lautlose Sabotage. Ein bestochener Arbeiter wird die Sicherheitsanlage der Raffinerieventile deaktivieren. Das Öffnen und Schließen löst keinen... Nehmen wir. Gestohlene Rune. Ein bestochener Arbeiter wird eine Rune verlegen, die er in eine Kiste voller Gerümpel und auf dem Weg in die Akademie der Naturphilosophen gefunden hat. Die Rune wird im Rohr befinden, was das dann... Nein. Nein. Eine Wache hat die Kombination des Tresors im Versandbüro gehört und wird sie an die Wand ritzen. 125, ja. Verbesserungen. Carpistala Präzision, Reichweite. So, wir brauchen Würgestaub. Eine nicht tödliche Granate, die Gegner vorübergehend außer Gefecht setzt. Die ist ja cool. Kabelwerkzeug. Ja. Leider. Ja. 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 Ist schon geil. Dieser mächtige Reizstoff kann geworfen werden und erzeugt eine Giftwolke, die Gegner vorübergeht, blinden lässt und ausschaltet. Cool. Nehmen wir. Missionshinweise. Dank deiner Bestechungsaktion wurden die Alarmanlagen deaktiviert und sie werden nicht ertönen, wenn du die Druckventile im Raffineriebereich öffnest. Bundy Rothwild, ich sag mal Rothschild, ist ein gewissenloser Geschäftsmann, der ein Schlachthaus und eine Flotte von Walfängern besitzt, darunter ein Schiff namens Delilah. Infiltriere das Schiff? Schlachtschiff? Schlachthaus? Schlachtschiff. Ja, wir schmeißen jetzt alles zusammen. Daud, Sie sind hier. Mir war langweilig, da habe ich schon mal angefangen. Wir haben tatsächlich Glück heute. In der Fabrik wird gestreikt. Ist ja auch kein Wunder. Rothwild betreibt den Laden wie ein Gefängnis. Ohne Stechkarte kommen die Arbeiter nicht mal rein. Als der Streik losging, haben die Fleischer gleich alle Karten eingesammelt. Sie haben der Stadtwache freie Hand gelassen. Warum wollte ich wohl aus den Slums weg? Das ist die Antwort. Es gibt noch andere Wege da rein. Ich gehe mal voraus, okay? Um den alten Mann zu schonen. Ey. Ach so. Ich habe hier noch was für Sie. Sie sammeln doch sowas. Ja. Ich bin auf den Dächern, wenn Sie mich brauchen. Definitiv. Nein. 4 Runen kostet teleportieren. Außerdem war das eine Frau. Sehr interessant. Was ist denn jetzt? Arbeiter im Rotwischland widersetzen sich dem Arbeitgeber und verweigern die Arbeit. Vector, verschwinden Sie, sonst werden Sie auch eingesperrt. Auf der Ecke ist nichts. Ich komme sonst nicht mehr hin. Sie dürfen sie nicht nehmen. Versuch vorbeizukommen und du wirst bald am Fleischer. Verschwinden Sie, Mister. Wir müssen diese Karten konfiszieren. Keine Ausnahmen. Ihr sollt alle als Weiner verrecken. Alle. Die Seuche soll euch holen. Hallo, Schatzis. Warum bin ich noch unversehrt? Alle anderen werden von der Seuche geplagt.
Komm raus! Ich finde dich schon noch! Ich sollte eigentlich mit ihm reden. Ich Depp. Scheiße. Ach, einmal mit Profis. Leid des Leviathans. Haben wir schon mal gelesen? Oder wollten wir lesen? Okay, wie kriegt man die Werkzeuge da hinten dran raus? Also das ist okay, aber egal. Soll uns nicht kümmern. Oh geil, wir haben das Ding am Unterarm hängen. Hallo. Wir müssen die Kanalisation von den Rattenplage befreien. Stellt sicher, dass die Kiste Pökelfleisch zur Seite gestellt wird, damit wir es mit Rattengift versehen können. Anschließend bringt es hinunter zum Hafen, damit wir es in der Kanalisation verteilen können. Ach, ihr Schweine. Er summt vor sich hin. Und ich kann gucken. Oder dass wir da rüberkommen? Ja, na klar. Achtung! Aufgrund der Seuche wird jeder, der sich bei einem Betrieb von hohem Staatsinteresse nicht zum Dienst meldet, vom Lordregenten zum Verräter erklärt. Aua, voll auf die Fresse gefallen. Der ist nur laut jetzt. Hab doch gar nichts gemacht. Irgendwie fühle ich mich 30 cm groß. Was ducken? Irgendwie ganz komisch. Fleisch, Tod, Knochen und Gesang. Also, alles wie immer. Würde jetzt Rufi sagen. Ja, ich weiß, ihr habt mich schon gesehen. Ach, dein eigenes Kommando bekommst, die Chance. Zum Alarm! Sofort! Komm her! Nicht zu lange. Aua. Stell dich nicht so an. Einen schönen Aufruhr gebracht.
bisschen. Da liegt er. Corvo ist immer noch gesucht. Aber wir sind schon längst nicht mehr bei Corvo. Aloha. So stark, dass wir da hochkommen. Auf dem Schlachthausgelände wurde ein Eindringling gesichtet. Er muss gefangen oder getötet werden. Das Gesetz und die Stadtwache stehen hinter uns. Also alles wie immer. Danke. Wurde ein Eindringling gesichtet. Er muss gefangen oder getötet werden. Das Gesetz und die Stadtwache stehen hinter uns. Mhm. Alles schläft. Der Lumpengräfin. Eine mit krakeliger Handschrift verfasste Seite aus dem alten Manuskript. Das Backbordauge von einem grad gestorbenen Mal. Ab damit in den Topf. Dann sonst wird es noch schal. Denn sonst wird es noch schal. Weiner, weiner, du musst gehen. Kann ich auf dem blutroten Boden sehen. Tu's für mich, Liebste. Für ein leckeres Geburtstagsmahl. Es gibt Geschichten über eine Frau in den Slums, die wohl so gearbeitet hat. Die Lumpengräfin soll 100 Jahre alt sein. Die haben sie gekillt. Also, Corvo hat sie gekillt. Alter, sieht das geil aus, hoppla. Was macht denn der da unten? Sie sind Daud. Daud! Verdammt, Sie kommen doch nicht wegen mir. Ich bin doch nur ein kleiner Fisch. Ich suche ein bestimmtes Schiff. Die Delilah. Ja, schon gehört. Hören Sie, Moin. Vielleicht können wir einander helfen. Ich arbeite für einen reichen Mann, der Rothwilds Geschäft am Boden sehen will. Die Sache mit dem Streik? Unser Werk. Haben einen Maulwurf eingeschleust. Eine Lady, die vorgab, die Arbeiter zu führen. Ein Naturtalent. Selbst der Oberaufseher hätte ihr blind vertraut. Wollten uns gestern Abend treffen. Hab hier den ganzen Tag gewartet, aber kein Mucks. Wollte gerade die Pflege machen. Aber wenn Sie hier sowieso auf den Putz hauen wollen, könnten Sie nach ihr Ausschau halten. Wenn sie noch am Leben ist, kann sie Ihnen bestimmt was über das Schiff erzählen. Keine Frage. Und eine saftige Belohnung winkt auch. Sie heißt Abigail Ames.
Alles klar. Finde und hilf Abigail. Nach. Scheiße. Eigentlich müsst du wieder hoch. Was? 1, 2, Fleisch ist Keilerei. 3, 4, das ist ein blutiges Revier. Das müssen wir irgendwann nochmal hören. Ist das geil. All diese Ratten kriechen überall herum. Unterschreiben Sie, dann geht's morgen wieder an die Arbeit. Wir haben uns gesehen. Zwei Drittel des Was gesehen? Mit so vielen Unfällen. Komm raus. Wir unterschreiben jetzt ohne mit... Zurücktreten! Hinter Ihnen! Den Alarm ein! Vorsicht! Alarm! Nix da. Vorsichtig! Aua! Von hinten auch noch! Au! Das ist nicht fair. Okay, wir müssen gucken, dass wir das dann doch anders machen. Schön auf dem Wagen rumgelaufen. Oh Gott. Wenn du gewohnt bist, das richtig weit zu haben und du fällst vorher schon ins Wasser, legst du dir auch. Verdammt. Oh, was haben wir denn da? Ein anderer Eingang. Uch! Hallo! Und jetzt! Wachen! Zu mir! Shit! Ich geh mal schwimmen. Wie weit können wir denn raus? Hier. Was? Du schießt immer noch nach mir? Okay, so einfach ist es dann doch nicht. Wir müssen versuchen, dass wir hier wieder hochkommen. Nicht so einfach. Kostet jede Menge Mana. Okay. Seit heute Morgen sammeln wir die Stechkarten der Arbeiter ein. Ohne kommt keiner rein noch raus. Wir müssen ein Zeichen setzen. Okay, der hört mich, sieht mich gleich. Den müssen wir schnell angreifen. Und dann funktioniert das nämlich auch.
Ah, da riecht es auch noch eine. Okay. Gucken wir mal, wie es hier oben aussieht. Nicht gerade viel besser. Ja, was mache ich jetzt hier mit? Füllen, das weiß ich. Und für was füllen? Hier sind auch noch jede Menge. Ich jetzt gerade er hat mich gerade gesehen. Irgendwie ausmachen? Der Strom ist hier unten. Ja. Solltest beten, dass ich dich nicht finde. Hast du gehört? Ja, ja, ja. Alles gut. Guck mal, wo du langläufst. Wir sind doch die besten Freunde. Ja. Pass auf hier, wo das nicht ich will dich in die falsche Stelle schiebst. Du kommst hier nicht lebendig. Schlüsselkasten erforderlich. Ach, jetzt kommt er hier rein. Aha. Aufpassen, hier schleicht sich jemand herum. Eh nicht so nah daran. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn der verdammt. Der Geruch hier gefällt mir nicht. Lass das Frau. Sei auf der Ruhe. Bist du jetzt auf unserer Seite? Komm. Solltest beten, ich hack dich in Komm. Stücke. Ein Wochenlohn für dich. Ich höre. Ich höre hier was. Wir wissen, dass du hier bist. Ja, dann kommt her. Komm, der Nächste. Auf. Ihr seid noch zu dritt. Kommt, Jungs. Traut euch eh nicht. Oh, da kommt einer. Aua! Von wo? Hast du mich gerade versucht zu erschießen?
Au! Au! Wo ist meine Pistole? Da. Au! Haha, Schlüssel. Dankeschön. Kommen wir gleich mal zu euch zwei da drüben. Jetzt haben wir hier erstmal Ruhe einkehren lassen. Oh. Blitzmine. Mhm. So. Herrlich. Endlich Ruhe. Schiffsüberprüfung auf dem Hafen. Mein bester Rutherford, dein letzter Brief versetzte mich in eine Mischung aus Traurigkeit und Freude. Mhm. Kompakter Blitzverstärker. Ja, geil. Machen wir später. Die Blitzmine. Für die Blitzdenker. Ein Schlüssel. Blitzminenlieferung. Ich bin sehr dankbar, bei Ihnen Ihrer Wahl studieren zu dürfen, Herr... Was? Sokolov? Ganz Dunwall wird deswegen in Ihrer Schuld stehen. Okay. Ganz Gallien? Nein, nur ein kleiner Teil Galliens. So, jetzt kommen wir zu euch. Ich noch unversehrt. Alle anderen werden von der Seuche gefragt. Oh nein, keine Sorge. Ohne Stechkarte kommen sie nicht rein. Aber wenn sie uns hier rausholen, kriegen sie meine. Ich komme bestimmt nicht wieder. Öffnen Sie das Tor, bitte. Optional, öffne das Tor zum Gefängnis der Arbeiter. Wir müssen irgendwie da. An dieser Lichtwand vorbei. Alles gut, kannst du schon. Schalten Sie sie aus, dann können wir im richtigen Moment an der Stadtwache vorbeischleichen. Aber schon. Kannst du schon rauskommen. Gerettet von einem Assassinen. Das glaubt uns keiner. Ist die Lichtwand ausgeschaltet? Ja. Sie können gehen. Schlagen Sie sich nach draußen durch. Hier ist meine Karte, Sir. Legen Sie die Fabrik in Schutt und Asche. Suchen Sie eine Frau namens Abigail Ames. Sie weiß, was zu tun ist. Sie weiß Bescheid. Alles klar. Die Frau kennen wir. Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Willst du nicht langsam viel gehen? Viel Glück, Sir. Sie gehören zu den Guten. Die Tür ist offen. Solidarität, das sagt Abigail immer wieder. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich mache, wenn Rothwild mich auf diesen Stuhl setzt. All diese Ratten kriechen überall herum. Kein, ist kein Buttnack. Buttnack. Entschuldigung, Hippo. Nein, kein Buttnack. Verpiss dich besser, Fisch. Ach komm, hör auf. Ja, komm, ich spiel Fußball. Frank, ich hab dir doch gesagt, dass du dieses Ding immer mit einem vollen Tank versorgen sollst. Wir bekommen bald eine Lieferung und dann sollte der Kran besser funktionieren. Ansonsten wird jemand zum Kanalisationsreiniger degradiert. Ja. Sollen wir das mal selbst probieren?
Okay, komm, wir probieren es aus. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit, oder? Oh, da liegt was drin. Was haben wir noch? Gesundheitselixier und ein bisschen Geld. Was ist das da drüben? Ach! Würdest du bitte? Kleine Flusskriecherperle. Und nicht schon wieder die Viecher. Komm, wir gehen mal auffüllen. Hallo, Kleines. Dankeschön. Oh, wir können auch da hoch. Halt. Da lang. Jetzt haben wir viele Wege nach Rom. Also wir haben den Haupteingang, wir haben die Stechuhr, wir haben die Tresorkombination und wir können da hinten rein und wir können auch noch unten rein. Also wir haben jetzt so... Okay. Im Schlachthausgelände wurde ein Eindringling gesichtet. Er muss gefangen oder getötet werden. Ja, ja. Die Stadtwache stehen hinter uns. Habt ihr das gehört eben? Tresorkombination. Ah, das ist noch da drin. Okay. Und hier hepp, haben wir noch den anderen Eingang, den wir vorhin aufgemacht haben. Der Hals da ist. Hallo, Timmy. Mäuskin, habt ihr was gegen mich? Ah, sie haben was gegen mich. Verdammt. Au. Au. Rothschild ist ein gewissenloser Geschäftsmann, der ein Schlachthaus und eine Flotte von Walfälligern besitzt, darunter ein Schiff namens Delilah.